Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge unseres Die Sims 3 Let's Plays mit der 100 Baby Challenge. Familie Poff aus dem Baumodus hier. Ich habe nämlich beim Spielen mit Dudley Racket entdeckt, dass es eigentlich eine bessere Kombination mit großen Fenstern und Türen gibt, denn die schließen ja praktisch identisch ab. Das ist hier die Schiebetür im Überfluss und hier dieses Fenster, das Limbo-Fenster. Da müssen wir irgendwann, wenn wir ein bisschen bessere Finanzen haben, mal umstellen, würde ich sagen. Aber ansonsten können wir auch aus dem Baumodus wieder raus. Das dazu. Dann ist halt eine für mich die erste Session nach der Himmelfahrt-Woche, inklusive des Himmelfahrtswochenendes. Und da habe ich ja die ersten 69 Folgen praktisch innerhalb einer Woche aufgenommen. Da hatte ich frei und kam gut voran, hat mir auch viel Spaß gemacht und habe dann im Review festgestellt, dass ich echt eine Bindung zu dieser Familie inzwischen aufgebaut habe. Wobei der Knackpunkt echt der Tod und die zweite Chance für Polly war. Das hat mich emotional wirklich ja gebunden an diese Familie. Ich habe danach, glaube ich, auch eine Veränderung in meiner Spielweise ein bisschen festgestellt, dass ich ein bisschen mehr drauf achte, dass ich versuche halt Stimmungen so ein kleines bisschen noch einzufangen, wie hier die Tanzerei morgens von der Schule und nicht mehr so, ja, ich hoffe, das ist auch wirklich so, aber ich meine, dass das bemerkt zu haben, dass ich nicht mehr wirklich nur noch stupide Runden. Ne, es ist ja kein stupide Runterspielen. Ich habe einen Plan und ich bin halt ein ultra rationaler Mensch. Aber seitdem das mit Polly passiert ist, habe ich da doch, glaube ich, einen kleinen Entwicklungsprozess durchgemacht, den man hoffentlich auch merkt. Die Kiddies werden hier gleich zur Schule müssen. Polly muss dann dementsprechend gleich hoch und im Laufe des Tages muss sie ja zum Rathaus, ne? Denn es wurde ja in der letzten Folge behauptet, wir hätten ein uneheliches Kind. Ich habe dann fälschlicherweise gesagt, es seien zwei, nämlich die inzwischen ausgezogenen Alice und Bridges, aber es sind zwei Kinder, wo wir keine feste Beziehung hatten. Die Wahrheit ist nämlich, dass wir inzwischen 9 uneheliche Kinder haben. Aber ja, ich glaube, Polly liebt sie alle 9, auch wenn wir wieder 2 Monster haben, 2 Quälgeister, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen. Aber das ist doch hier wunderbar. Das ist der Anfangs-Lag jetzt vom Session-Start. Oh, was wir aber machen können, was ich gerade sehe, wenn wir hier eh einen Tanzbereich haben. Ich gucke gerade mal, wo das ist. Gefunden! Sternenlicht-Disco-Kugel. Wenn hier schon getanzt wird, dann aber bitte doch. Ich nehme an, dass da ist die Halterung. Wenn dem so ist, dann ja. Und hier, glaube ich, machen wir es ein bisschen heller. So. Nicht hell genug. Ein bisschen mehr geht noch. Ja, dann haben sie auch eine Disco-Kugel. Hat, glaube ich, keinen Effekt. Bringt nur 2 Umgebung, aber könnten uns hier unten nochmal eine bessere Stereoanlage hinstellen, sodass wir das Ding vielleicht nach oben bringen. Hier in den Raum mit rein. Damit wir unten ein bisschen größere Stereoanlage haben. Aber für den Moment erstmal gut genug.
Dann bitte die Wände noch mal hoch, damit wir. Oh ja. Jetzt mit Disco-Kugel morgens die Tanzerei. Kann man mit der eigentlich irgendwas machen? Nee, betrachten geht. Und dann bitte tanzen. Flugiv. Wie spät haben wir denn? Da muss es doch gleich huben eigentlich. Naja, sag ich doch. Haben sie jetzt wenigstens alle gute Laune? Na, Diane könnte ein bisschen mehr brauchen. George ist auch nicht so la. Ah, die Kleinen könnten noch ein bisschen mehr Tanz vertragen, aber ist erstmal okay. Ihr eiert alle los, das ist gut, und dann lassen wir jetzt auch die Mutti aufstehen. Oder lassen wir ihr noch ein bisschen Schlaf. Wann werden die denn älter? Haben noch 2 Tage. Rock. Ah, du warst mit dem Grau, okay. Ja, unsere kleinsten. So Neuzugänge, Harry und Ian. Die werden sich aber auch bald einpinkeln. Von daher wäre es ganz gut, wenn du dich vorher selbst ein bisschen versorgst. Gönn dir ein Blaubeermuffin. Los geht's. Die Karawane zieht los. Diese Disco-Kugel. Mit Sternchen. Aber ich habe keine andere gefunden. Also. Belaschu. Viel Spaß in der Schule, Kinder. Oma Mimi hat sich sehr über die Geburt der Zwillinge gefreut. Im Urlaub hat sie 2 rätselhafte Spielzeuge entdeckt und sie den Kindern zugesandt. Der Verkäufer meinte, wenn die Kinder eine Beziehung dazu aufbauen würden, könnten rätselhafte Dinge geschehen, wenn sie älter werden. Schnapp dir die Post und leg die Spielzeuge in die Inventare der Kinder. Ich glaube nicht. Also ich werde mir die Post schnappen, aber die werden ratzfatz gelöscht hier. So, und dann kannst du auch schneller essen. Räum's auch auf, das ist okay. Da sind wahrscheinlich Wildpferd Tierretterinnen. Tierretter, Tierretter. Wildpferd beobachten, nein. Worum hast du da? Mit jemandem Freundschaft schließen, eine Wippe kaufen, mit Längen abhängen. Nee, nee, nee. Räum erstmal auf. Den Kiddies muss er noch nicht rum, dann ist Duschen angesagt. Schalt das gerade mal aus. Ist kaputt gegangen? Nö. Meinte irgendwas gehört zu haben, aber pah, der Palz hier halt mal wieder, ne? Was haben wir da für einen Wunsch? Outfit planen. Das können wir auch auf jeden Fall hinbekommen. Jetzt bringe ich dich aber erstmal nach oben. Ein zweiter Tanzbereich können wir ja auch durchaus hier hinstellen einfach. Und dann gönnen wir uns aber noch eine bessere Stereoanlage unten hier, dieses große Ding. Das ist doch super. Für 500. Wenn wir hier schon Disco machen, dann Disco, Disco. Du bist auch herzallerliebst. Ach, so schlimm ist sie gar nicht, Palzi. Stimmt, auf den zweiten Blick. Das ist das. Jut, hier kauft. Das andere hätte ich gerne ein bisschen grauer. Ist mir ein bisschen arg dunkel. Nimm mal einen 80er. Ach, das ist nur das. Das kann man überhaupt nicht färben. Was ist denn das? Nee, es gibt nur die 2. Okay. Oh, dann können wir da ja vielleicht auch Metall nehmen.
Oh ja. Na, wenn das keine super neue Stereoanlage ist hier. Disco, Disco. So, Polly, dusch mal hinne da. Upsi. Und da geht's los. Dein Aufsatz hat die Supermarktbranche derart gut beschrieben, dass der Supermarkt ihn sogar auf seiner Website veröffentlicht hat. Deine Schulnoten schnellen in die Höhe. Wollen wir mal gucken bei Emma, wie das so aussieht. Befriedigend. Hast du keine Hausaufgaben gemacht gehabt? Null? Tatsache. Haben wir Emma bei den Hausaufgaben vergessen? Das finde ich zwar reichlich komisch, weil ich dachte eigentlich, dass alle. Du brauchst nicht noch eine außerschulische Aktivität. Das mit dem Abschlussball können wir eigentlich streichen. Denn das hat ja nicht geklappt. So, und dann müssen wir uns hier kümmern. Aber jetzt um 9:30 noch spät an den Hausaufgaben arbeiten, macht trotzdem. Nee, aber sie muss hier, guckt mal. Die Leistungsanzeige bei den anderen beiden ist exakt auf demselben Level. Ist, nee, hier, Freier hat ein bisschen mehr als George. Und ich glaube nicht, dass sie durch den Supermarktaufsatz so viel mehr bekommen hat. Von daher baut ihr da ruhig eure Freundschaften auf. Du bist bei gut. Da will ich euch erst noch ein bisschen pimpen, bevor ihr da sprechen dürft. Und die Babys, da geht's gleich los, ja. Da muss Mutti mal ankommen. Allerdings sind die kurz vorm Einschlafen, ne? Beziehungsweise er schläft schon. Dann gucken wir mal, wenn Polly fertig ist. Lauf mal auf hier. Was ist denn das? 3 Grad, leichter Schneefall. Wir holen jetzt erstmal schnell die Post rein. Oh, da gibt es Geschenke mal wieder. Diane hat in der Post, hat gerade in der Post ein Geschenk von Hans erhalten. Waren das die Balls? Nee, wer ist denn Hans? Sag mal, Diane. Also jetzt bin ich ja irgendwie ein bisschen. Oder ist das wieder hier? So, geh mal auf Mutti. Das ist Hans Drutsch. Der ist mit Alice verheiratet, macht aber Alice jüngerer Halbschwester. Nein, eigentlich Schwester. Haben die gleiche Mutti, macht der jüngeren Schwester Avancen da? Ich habe an dich gedacht und war der Meinung, dies könnte dir gefallen. Diane hat einen Brief von Ivan erhalten. Das ist auch der korrekte Mann. Ivan und der andere hieß Benny, glaube ich. Na ja. Je mehr Zeit ich mit dir verbringe, desto mehr Zeit will ich mit dir verbringen. Können wir nicht zusammen sein, Diane? Ich bin gerade dabei, mich zu verlieben. Du bist mit ihr zusammen in einer festen Beziehung. Polly, Brief von Tim Bohr.
Ich weiß, dass es aus dem Nichts zu kommen scheint, aber ich finde, du solltest mir eine Chance geben. Mit mir kann man viel Spaß haben und ich finde, wir würden toll zusammenpassen. Ja, hat schon einmal gepasst, Tim, ne? Tim ist der Papa von Celine und Diane. Languid, das ist der Papa von den letzten beiden, von Harry und Ian. Ich kann meine Gefühle nicht länger für dich behalten. Ich bin total verknallt in dich. Wow. Und dann wieder mal unser alter Verehrer Marcel Neugier. Polly, ich weiß, dass du eine ganz besondere Person bist und ich es sehr bereuen würde, wenn wir nicht die Chance nutzten, einander besser kennenzulernen. Der will doch nur das eine, Polly. Der will nur das eine. Männer sind Schweine. Genau da der richtige Gesichtsausdruck. Du beschreibst es sehr genau, Polly. Ips, das wollte ich gar nicht. Ich wollte jetzt gucken, wie geht's den beiden? Du, der ist noch wach, ne? Ja, dann kümmern wir uns kurz um den. Der fängt eh gleich an zu schreien. Ian braucht das komplette Programm. Windel, Flasche. Und dann auch noch ein bisschen kuscheln. Und na, Grievy Baba? Mami. Shem, shem. So, dann wird der versorgt, kann jetzt auch schlafen dann. Und wenn du wach bist, wirst du auch versorgt. Wir hätten wieder was zu verbessern, aber es ist halt wieder Elektrik, ne? Aber viel besser kann es hier nicht gehen. Wir planen jetzt erstmal das Outfit, damit wir den Wunsch erfüllen. Wo hatten wir denn? Da war die Kommode. Was wir eigentlich auch bräuchten, ganz dringend, wäre jetzt mal anfangen mit Nachttischen und so einem Zeugs. Aber geh erstmal das Outfit planen. Ach, ich nehme euch da raus. Ich habe jetzt nur einfach bei einem der Alltagsoutfit die Farbe verändert. Möchte mal wissen, ob das schon als Outfit planen zählt. Oder ob man sich tatsächlich einen. Ja, das hat gereicht. Dann mache ich das aber auch gleich wieder rückgängig, denn das ist ja nun gar nicht Pollys Farbe. Ist erledigt, genauso wie die Umpositionierung des Regals. Dadurch müsste ich eigentlich vermeiden können, dass ich wegen Nacktheit immer wegschippen muss da an der Stelle. Wie viele Midlife-Crisis-Wünsche waren das jetzt inzwischen? Vier, überhaupt kein Thema. Das ist Polly, du bist die Beste. Was machen wir denn jetzt mit der Besten? Entweder reparieren wir da oder werten auf, exakter gesagt. Oh, das muss gesäubert werden. Dann geht da erstmal hin. Nein, wir bringen keine Relikte aus dem Ausland mit, weil wir nicht ins Ausland fahren. Wir haben ständig Kinder am Hals und können nicht ins Ausland fahren. So sieht das nämlich aus. Und überlegt euch mal wieder mit. 8 Sims in Urlaub. Also, ich glaube, ich würde sterben. Ich habe so schon genügend zu tun. Was haben wir noch zu essen? Frühstück kann eins der Kinder eigentlich wieder machen. Ich weiß nicht, wer da angefangen hatte, von wem die. George. George hat angefangen. Mit kochen. Dann kann der doch nachher auch wieder Gemüserollen und Kürbiskuchen sind noch da. Was könntest du denn jetzt zum Mittagessen servieren?
Wir können ja mal Frühlingsrollen essen. Oder Shawarma. Oh, Shawarma könnte ich auch mal wieder. Oder sollen wir unsere Kinder killen mit Chili con Carne? Eigentlich ist es warm genug, ne? Wir könnten mal Hot Dogs machen. Wir machen Hot Dogs. Moment. Achso, die hat Gemüserollen, ne? Die hat Gemüserollen, unsere Vegetarierin. Ja, okay, dann machen wir richtige Hot Dogs. Dann müssen wir keine Tofu-Hot Dogs machen. Ich glaube, da ist jemand wach geworden. Und hat was im Inventar. Gut, dass ich eben dran gedacht habe. Was er gar nicht haben soll. Liegt er da nun wach oder nicht? Nee, die Energieanzeige sinkt. Polly, dann warte mal, dann ist hier erstmal Windel, Flasche geben und kuscheln angesagt. Sei eine gute Oh, Mutti. Knorkel. Fange einen Fisch. Wir könnten auch einfach einen Fisch im Lebensmittelladen kaufen, glaube ich, ne? Ich glaube, im Kühlschrank haben wir keinen mehr. Dafür haben wir zu häufig Fish and Chips gemacht. Wir könnten uns auch draußen hinstellen und angeln. Der Teich ist ja nicht mehr zugefroren. Never. Spriggaboo? Nabalashi. Na, Balaschi. Jo. Und jetzt noch einmal kuscheln mit der Mami. Da kommt Harry wieder ins Kinderbettchen. Und fühlt sich gut. Das heißt, du wirst. Ne, wir haben nur noch Kürbisse. Du kannst ja so einen Fisch kaufen. Oh, könnte sein, dass es doch gerade wieder zugefroren ist. Du kannst hinterher einen Fisch kaufen im Lebensmittelgeschäft. Hat noch irgendjemand irgendwelche. Ach, du musst ein Spiel im Stadion ansehen. Das ging aber, glaube ich, nur am Wochenende, ne? Haben wir das schon verpasst? Naja, wenn, dann. Ist das auch nicht letzte Frist? Sonntag. Nö, eigentlich müsste das ja noch hinhauen. Du hast keine, du auch nicht. Und Polly sowieso nicht. So, dann kannst du jetzt aber. Wie kalt ist denn das draußen? 6 Grad. Ja, aber fischen geht nicht. Mach trotzdem Hot Dogs draußen. Wir könnten uns hier auch noch mal so ein kleines Tischchen oder sowas kaufen, wo man sitzen kann. Oh, im Regen Hot Dogs machen, gibt doch nichts Besseres. Celine. Nee, du musst Fische kaufen. Das ist mal ja nicht. Schreibenfähigkeit verbessern könnten wir annehmen. Du darfst die aber auch gerne wegstellen. Ein Freund verloren wegen Vernachlässigung. Wen hast du denn verloren? Kyle Bayless könnten wir noch zum Freund machen. Wir können ja mal durchgucken, wenn sie weggestellt hat, dass wir dann mal in die Beziehungstransformator-App gucken. Ach, Dudley Racket ist tot. Das Mootlet kam schon. Oh. Aber diesmal haben wir, glaube ich, kein Geld bekommen.
Aber ich glaube, der hatte auch eine Partnerin. Aber hatte Harwood Clay auch? Da bin ich mir relativ sicher. So, gucken wir mal durch. Einfach von oben nach unten mal durchscrollen. Wer ist denn hier kein Freund mehr? Juan Dera? Der lebt? So, das wäre Nummer 1. Kyle Bayless, den sparen wir uns fürs N oh, Längen. Wir müssen mit Längen noch Schluss machen, ne? Sollten wir vielleicht gleich machen, bevor wir es vergessen. Aber jetzt erstmal Kyle Bayless. Und dann sind wir mit all unseren Bekannten auch wirklich befreundet. So, jetzt wo die Kinder da sind, Baby Daddy, hast du deine Schuldigkeit getan? Per Textnachricht Schluss machen. Du hast nicht aufgepackt, aufgepasst, du Schweinebacke. Polly trauert um Dudley Racket. Ja, das ist sehr schade. Und dann müssen wir natürlich mit Lang gleich noch die Beziehung wieder verbessern. Ich meine, er hat sich bestimmt nicht wirklich Hoffnungen gemacht, mit uns eine dauerhafte Beziehung einzugehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also. So, Lang. Polly, wo ist Polly? So. Dann haben wir doch hier unsere Beziehungen wieder gerade gerückt. Du kannst noch mal auf Toilette gehen, denn wenn eins der Kinder da ist, dann kannst du auch los. Wo bist du eigentlich? Du bist auf dem Heimweg, du auf dem Weg zum Laden. Es regnet und wir haben eigentlich keine Geldnöte. Das heißt, es ist unnötig, euch in den Park zu schicken. Ihr könnt dann hinterher nach Hause kommen. Zwei von euch würden gerne U-Boot-Abenteuer bestreiten. Mit Polly abhängen wird auch sehr schnell passieren. Spätestens beim Abendessen. Du willst den Ausflug machen. Ich hätte ihn vielleicht doch in den Park schicken sollen. Hier so ein bisschen U-Boot-Abenteuer könnt ihr gerne machen, wenn ihr eure Hausaufgaben erledigt habt. So, was hat Polly denn jetzt vor? Ach so, die wollten wir auf Toilette schicken, damit sie dann gleich hier kauf eine Sardelle. Und dann müsstest du doch den Fisch im Inventar haben, aber kannst ihn nicht abliefern. Komm mal raus aus dem Laden. Was passiert denn, wenn wir rumtricksen? Sagen wir mal so. Dann nimmt Polly das. Und wir geben dir das dann wieder zurück. Dein Schirm ist wunderbar. So, wenn du jetzt die Sardelle von Polly bekommst, können wir immer noch nicht liefern. Mist. Plan gescheitert. Ja, Imperatorin des Bösen. Da hat sich die Rebellion wohl gewehrt. So, du kannst nach Hause. Da kommt die gute Diane. Dann können wir dann auch los, um Klage vorm Gericht einzureichen. Ja, du hast keine gute Laune, sehe ich ein, aber
So, Diane ist da. Die sind vom Ausflug in die Polizeiwache zurückgekehrt. Müssten ja jetzt alle nach Hause kommen, ja. So, Diane ist da. Dann kannst du jetzt wegen Rufmord verklagen. Hier, nur damit das mal klar ist. Nicht ein uneheliches Kind, 9 sind es. Wenn ihr schon über mich berichtet, dann bitte auch korrekt. Bei dir soweit okay, den Lütchen geht's gut, dann kannst du als erstes mal Hausaufgaben machen. Da kommt dein Schwesterchen. Oh, Bridget ist befördert worden. Sie ist nun Stimmauszählerin. Wer möchte, kann sich das gerne durchsetzen. Aber Bridget ist ja nun nicht mehr Bestandteil der Kernfamilie hier. Ist auf jeden Fall schön für Bridget, dass sie da voranschreitet. Du hast eine Sardelle gekauft, die du wegpacken darfst. Und dann kannst du mit deiner Schwester Hausaufgaben machen. Was ist das da? Klavier spielen. Wir haben kein Klavier. Aber wir könnten eins kaufen. Vielleicht. Eher nicht. In Wahrheit auf gar keinen Fall. Da müssen wir uns erstmal ein bisschen was gönnen noch. Apropos gönnen. Ich gönne euch jetzt nicht mehr die Puffs zu genießen. Weil ich ein Arschloch bin, weil ich ein Arschloch bin. Habe ich jetzt nicht gesagt. Denn die Folge ist jetzt vorbei. Wir können hier noch ein bisschen durchs Fenster spannen und die beiden beobachten. Upsi. Oder auch nicht. Wenn ich die Maus irgendwie... Ja, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei. Was mich sehr freuen würde und freuen würde mich natürlich auch, wenn ihr dran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Macht's gut, euer Palzi.